Oh, der holt sich gut. Das ist schon leer. Da will ich gerade sagen. Ah, ganz knapp war ich noch nicht. Ganz ehrlich, weg damit. Es macht die Leute eigentlich nur krank. Wir brauchen diese Orte. Ja, sicher. So, haben wir noch ein paar Speisehäuser. Hier war irgendwo noch eins. Steht's gerade komfortabel. Kann man schon fast auf Stufe 1 erstmal zurückgehen. Oder wird es. Nee. Stufe 2. Sehr schön. Und jetzt hier optimierte Schichten. Ich muss auch ein bisschen Stahl in der Rückhand behalten, fällt mir gerade ein. Kann ich jetzt schon losschicken? Ach, habe ich schon. Essen wird langsam zum Problem. Verbrauchen die auch Kohle? Müssen die Leute... Okay, nicht genug Proviant für die Reise, okay. Dann würde ich gerade mal sagen, wir machen jetzt Suppe. Da. Okay, ist ein automatisch auf Suppe umgestellt. Was jetzt schon wieder? Das Schicksal der Amputierten. Sir, einer der Amputierten möchte mit Ihnen über die Evakuierung sprechen. Ich weiß, dass ich es nicht bis zum Landwirt aus schaffen werde. Der Aufstieg zum Plateau ist zu anstrengend. Mit einer Prothese könnte ich es vielleicht schaffen. Ich habe mein Bein bei der Arbeit verloren, um diese Stadt zu retten. Bitte vergessen Sie, Leute, für mich nicht. Die Amputierten könnten nur evakuiert werden, wenn du ihnen Prothesen für sie anfertigst. Jetzt habe ich aber keine... Sorry. Wer friert denn? Kann ich gerade nicht anders machen, tut mir leid. Ich brauche die Kohle. Achso, da steht's ja. Schicke Essensration zum Landwirtnot, okay. Wandle weitere Decks in Kabinen um. Schicke Einwohner zum Landwirtnot. Ich habe gar nicht so viele. Okay, Essen haben wir auf jeden Fall. Stahl muss ich erstmal ein bisschen warten. Ah, dann brauche ich dann gar nicht. Okay, ich brauche bloß mal das Maximum schicken. Ich brauche wirklich nur 5000. Mehr wird's auch nicht. Das ist auch nicht mehr so schlimm, wenn ich dann weniger Kohle hier habe. Bleibt doch manchmal so. Ich will es wenigstens fertig haben. Kann ich vielleicht die Sammelstelle da einbrechen lassen?
Ich rechne auch damit, dass das Ding gleich wieder kaputt geht. Vielleicht kann ich irgendeins von den... Oh, ja, das wäre gut. Sehr schön. So, Kohle. Wir brauchen die noch. Habe ich gerade zu wenig tatsächlich. Was kriegen wir noch hin? Dampfstufe 2, wie geht's den Leuten hier? Ziemlich gut. Und hier kann ich dann wieder nicht mehr, ja. Aber ich muss die Kohle schicken. Oh, kommt ein gutes Stück weiter. Muss doch helfen. So, weiter geht's. Da, mehr Effizienz. Muss aber viel schneller gehen. Oh, mit der Speiseauswärmedämmung könnte ich auch was machen. Aber da habe ich, glaube ich, noch mehr von. Okay. Hier brauchen wir noch. Ein klein bisschen will ich noch warten. Kann ich ihn eigentlich mitschicken an Einwohnern? Los, mehr geht nicht. Ich mach's wieder an, wenn ich das Gefühl habe, dass ich es muss. Aber aktuell muss ich das nicht. Hab mich geirrt. Macht ihr mal schön weiter. Wenn die Automatone verbessert sind, müsste ich ja auch mehr rauskriegen. Reparatureffizienz bitte. Ah, das mit dem Essen könnte auch noch schwierig werden. Weil ich immer weniger Leute hier habe. Aber ich brauche die nur im Allgemeinen dahin zu schicken, oder werden die auch wieder weniger? Mehr Stahl. Ich bräuchte eigentlich noch ein Stahlwerk. Hol mal das da weg.
Stahl kann ich eh mitbringen. Dann hat er viel Funktionen. Ein Tag, ey, das wird so. Es ist nicht mehr lustig. Wir haben gerade gefuscht, dass wir weniger brauchen, ja. Ah, die Dampfzentren funktionieren trotzdem noch. Oh, das ist gut. Immer etwas. Bringen Sie mal Kohle dazu. Ja. 92. Auch noch ein Einwohner von irgendwo. Schick mal noch ein paar Kinder los. Okay, die Kohle haben wir. Check-Essensration können wir auch noch schaffen. Opfer. Sir, eine Gruppe Ingenieure ist hier, um Ihnen anzubieten, freiwillig hier zu bleiben. Wir wissen, dass es an Bord des Landjuggernauts nicht genug Kabinen für alle gibt. Deshalb melden wir uns freiwillig, um hier zu bleiben. Wir werden unser Bestes geben, um Generator so lange wie möglich am Leben zu halten. Gott sei Dank, das wollte ich eh mit euch machen. Ist die Heizung aus? Warum fällt die jetzt auch noch aus? Oh, okay, die hält nicht ewig. Das heißt, die Automatone funktioniert jetzt auch nicht mehr. Hört auf. Ihr auch. Ich kann ihn wahrscheinlich nur noch einmal reparieren, schätze ich mal. Jetzt haben wir ein Problem, weil wir jetzt kein Essen mehr haben. Generator noch außer Betrieb. Ich tue mein Bestes. Ich tue mein Bestes, ja. Beziehungsweise die Ingenieure tun ihr Bestes. Wärmestufe wird um 1 reduziert. Wärmezonen werden sie ein bisschen kleiner. Danke. Sofort wieder an. Forscht weiter. Ach du Scheiße. Ich meine, ist eh bloß noch der Kern. Soweit. Holz haben wir genug, Stahl bräuchten wir mehr. Würdest du das jetzt bitte fertig machen?
Mach mehr Stahl, bitte. Okay, Landwirt noch betankt. Sir, wir haben den Landwirt noch mit Kohle befüllt. Ab jetzt können wir ihn auf euren Befehl starten. Wir können seine Kapazität erhöhen, wenn wir Decks und Kabinen verwandeln, sowie mehr Einwohner und Essensrationen hinschicken. Doch die Einwohner werden mit jedem Tag verängstiger. Einige versuchen ohne Erlaubnis zum Landwirt noch zu gelangen. Wenn wir nicht genügend Kabinen und Essen für alle zur Verfügung stellen können, werden wir während unserer Reise mit Krankheiten und Hunger zu kämpfen haben. Sie müssen entscheiden, wann wir starten und alle an Bord. Blablabla. Ah, okay. Ganz ehrlich. Komm zurück. Kohle müsste reichen. Macht mehr Essen. Du machst mehr Stahl. Okay, jetzt wird es ja auch langsam kritisch, diesen Bereichen. Ja, es ist echt scheiße jetzt. Kann ich die Hausisolierung machen? Nee. Braucht den Stahl. Aktuell haben wir es noch irgendwie im Griff. Habe ich überhaupt genug Kerne für all die Sachen? Vorräte sind gar nicht schlecht. Kohle braucht man gar nichts mehr. Ich sollte eigentlich mehr Menschen wegschicken, tatsächlich. Warum wo die alle arbeiten? Ach so, das sind die Leute, die Essen ranschaffen auch. Aber die verbrauchen das Essen ja auch nicht weiter. Ich lasse noch einmal holen und dann müssen sie gehen. Wo ist das Ding jetzt? Die Außenposten. Da. Nicht mehr schlecht. Ich schicke am besten jetzt 50 Leute weg. Wie gesagt, sobald die wieder da sind. Okay, wahrscheinlich ist er dann nicht mehr reparabel. Könnte ich mir vorstellen. Oh, es wird wärmer, danke. Okay. Ich muss jetzt mal wegschicken, wen ich kann. Warum ist denn das Ding eigentlich noch an? Jeder, der jetzt nicht mehr arbeiten muss, kann eigentlich wirklich gehen. Einen kriege ich bestimmt noch.
Kinder macht, dass ihr wegkommt. Wie brauche ich ihn denn noch? Los, besser wird's nicht. Okay, wichtige Forschung. Häuserwärmeisolierung, nein. Brauche ich erstmal 80 Stahl, aber es wäre nicht schlecht. Wenn ich Ingenieursautomatone nehme, kann ich sie dann hier arbeiten lassen? Ah, ich krieg ein Problem mit der Kohle. Das Gute ist gerade, ich brauche tatsächlich weniger Leute. Okay, einmal lasse ich euch noch arbeiten. Einmal lasse ich euch noch losgehen. Das hier? Auch nötig für fliegende Jäger. Ich baue euch auf jeden Fall ab. Demnächst. Obwohl, so viel habe ich gar nicht mehr fliegende Jäger, oder? Jetzt wird es sehr, sehr schlimm, glaube ich. Ja, der General ist beschädigt. Sir, wir wussten, der General mussten General abschalten. Die Belastung steigt wieder an. Es war verdammt knapp. Der Kern ist schwer beschädigt. Diese Neuigkeit hat für Panik unter den Leuten gesorgt. Aber wir konnten sie unter großen Anstrengungen beruhigen, vorerst. Unsere Ingenieure werden einen Weg finden, den Kern zu reparieren, aber es wird eine Weile dauern. Overdrive. Nein, okay, das schon, bringt ein bisschen Zeit. Schön, dass die Kohle trotzdem weiter. Die Automatone machen nichts mehr sofort. Und ein Automaton ist zu schwach. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Aus. Weg. Ich brauche mal also noch. Bei der nächsten Lieferung kann ich dann wieder ein paar Leute loswerden. Ach, nur 250 Stahl bloß. Oh ja. Schneller, wir müssen den anderen vor den anderen dort sein. Lauf, lauf zum Land, Dreadnought. Rette sich, wer kann. Arbeiter in Panik. Sir, und ein Arbeiter ist Panik ausgebrochen. Manche von ihnen haben ihren Arbeitsplatz verlassen und sind auf dem Weg zum Evakuierungszentrum. Sie sagen, dass sie nicht noch mehr arbeiten wollen, wenn sie keinen Platz für den Land Dreadnought bekommen. Es werden immer mehr. Wenn wir nichts unternehmen, werden sie 107 Essensrationen und 106 Holz stehlen und sich da auszurüsten und die eigene Fassung. Los! Solange es nicht die Ingenieure sind. Es waren die Ingenieure. Ihr Idioten! Die Ingenieure sind abgehauen. Ihr scheiß Feiglinge. Oh, das Ding hat auch noch eine Batterie.
Okay. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich alles losschicke, was geht. Die Ingenieure, sag. Hauen einfach die Ingenieure ab. Was fällt denn euch ein? Kommt. Lasst gut sein. Okay. Ich will jetzt nicht Kinder sterben lassen. Wartet mal. Okay, zurück zu uns. 50 weniger. Einwohner kann ich nicht mehr schicken. Vorräte. Wir haben kaum noch Leute hier. Wir haben genug Dampfkerne, wir bräuchten nur noch mehr Stahl. Von mir aus. Der Generator wird explodieren. Wie war das nicht? Die Ingenieure wollten sich opfern und dann hauen sie einfach ab. Das Ding wird keinen zwei Tage durchhalten. Wir haben eigentlich Stillstand aktuell. Vielleicht kriegen wir es noch mal zum Laufen, wenigstens kurzzeitig. Wenn wir die Automatone weiterarbeiten, vielleicht kann ich dann noch mehr Leute retten. Genau, noch außer Betrieb. Ich tue mein Bestes. Den kriegen wir noch mal hin. Die Reparaturstation anzuklicken ist echt schwierig. Die Leute werden gleich ausflippen. Haltet einfach durch. Die nächste Fehlfunktion wird nicht zu reparieren sein. Wärmestufe wird um 1 reduziert. Minus 2 insgesamt. Okay. Okay, ich kann kein Essen mehr herstellen. Ich habe nicht genug Betten tatsächlich.
Reicht das? Wo bin ich denn? Also ich wüsste gern, wo ich stehe. Okay. Ach du Scheiße, ich sind viel zu viele Leute dort. Und so wieder sinkt, die Hoffnung steigt, okay. Hat sie wieder gefangen, gut. Ich wüsste halt nicht, was ich jetzt noch groß machen kann. Generatorleistung erhöhen. Oh, das hätte ich, das wäre gut gewesen. Im Grunde habe ich jetzt nichts mehr, was ich noch nützlich machen könnte. Das heißt, wenn das eh nicht mehr zu besetzen ist, guck mal, dass wir noch retten können, wen wir. Dass wir noch ein paar Leute retten können. Essensqualität. Weiß ich auch noch nicht, dass ich darüber aufregen. Du wirst nicht mehr benötigt. Scheiße, mir fehlt so viel Stahl. Okay. Noch einmal Kohle ändern auf Stahl. Brauchen wir alles gar nicht mehr. Ach. Ich versuche mal so viele Leute wie möglich noch zu retten. Ja, lass mal an. Rohstoffengpass. Aha. Nein. Passt das gerade so weit, so gut, dass hier ist im Arsch. Guck mal, dass er abreißt, was geht. Das Ding brauche ich ja eigentlich auch nicht mehr. Kohle kann ich mir sparen. Ich brauche eigentlich gar kein Dampfzentrum mehr. Der Generator versorgt sehr. Die Ingenieure, die den Generator beobachten, warnen vor dem endgültigen Versagen, das System bevorsteht. Der Schaden am kritischen System geht zu weit. Wenn wir ihn an der Stelle flicken, platzen woanders zwei weitere auf. Es gibt nichts, was wir tun können. Ja, war mir schon klar, dass es passiert. Irgendwo, also, es war klar, wurde ja gesagt. Wir haben Probleme. Ich habe zu viel, es sind zu viele Leute hingekommen. Obwohl, das Deck ist noch nicht fertig, aber. Lassen wir noch zwei mit Stahl. Kümmern wir uns bloß noch um Stahl.
Abreißen. Abreißen. Schön sind die Leute wieder krank, typisch. Ich brauche mehr Stahl. So, wie lange hält er noch aus? Ein bisschen noch. Ich krieg den Stahl nicht mehr zusammen. Aber ich kann losschicken. Ich kann wenigstens ein paar Leute noch losschicken. Reiß mal schön alles ab. Der Generator ist aus. Das ist das Ende am seinen Faden. Sehr, wir müssen los. Der General ist endlich kollabiert. In wenigen Stunden wird er in kritischen Zustand erreichen und explodieren. Falls Sie etwas oder jemanden zum Landwirt schicken wollen, tun Sie es jetzt. Die Hoffnung sieht erblich. Das ist das Ende von Winterheim. Die einfach nur sammeln sich in den Straßen, um einen letzten Blick auf das Herz unserer Stadt zu werfen. Der Generator, der unsere Hoffnung sein sollte, doch zu unser aller Verderben wurde. Letzte Stunde. Der General ist unreparierbar. Er wird etwa 48 Stunden explodieren. Das ist die letzte Gelegenheit, den Landwirt noch loszuschicken. Oh, das Ding kann ich nicht reparieren. Zerstören. Wenn ihr mal mit was geht. Deck ist zwar nicht fertig, aber ansonsten passt's ja. Ach so, ja, weniger Leute, natürlich. Wo ist das? Okay. Haben wir noch Kinder, Ingenieure? Also schaffst du es ja noch. Ich muss so viel wie möglich an Rohstoffen noch rauskriegen. Flucht ins Nirgendwo. Sir, eine Meute verzweifelt Leute hat 0 Essensrationen und 6 Straßenlagerungsstunden. Einige von ihnen wollen zum Land Dreadnought fliehen und andere wollen ihr Glück im Frostland suchen. Sie rufen, diese Stadt ist verdammt. Der Generator wird uns früher oder später umbringen. Wenn wir uns nicht auf das Land Dreadnought können, müssen wir uns zum Frischwasserquellen fliehen, um zu überleben. Okay, jetzt sind sie sauer. Ist aber anscheinend schon berechnet, dass es unwichtig ist. Okay. So lange lebt ihr doch eh nicht mehr. Wird hier überhaupt noch was hergestellt? Ich glaube, ich hätte wirklich ein paar Leute einfach sterben lassen sollen. Kann niemand mehr schicken. Alle abgehauen. Hey, sind doch noch Leute da. Die gehen zu Fuß, die gehen zu Fuß, die nicht. Okay.
Ich habe leider nicht. Ich kann leider keinen Stein mehr schicken. Sie müssen die Leute, die wir in Landwirtschaft schicken, mit genug Unfallfreunden zu sein. Es gibt nicht genug Proviant für alle, die wir geschickt haben, aber nicht. Was sind, wenn ich aufbreche? Ich meine, es ist wirklich minimal, das würdet ihr hinkriegen. Aufbrechen. Das ist das Ende von Winterheim. Sobald die Expedition aufbricht, gibt es kein Zurück mehr. Es wird das Ende von Winterheim sein. Bist du sicher, dass die Landwirte... Ja. Die anderen machen nur Probleme. Nicht jeder konnte entkommen. Winterheim. Ah, so sieht das also aus. Also das ist doch noch gut, den kann man noch essen. Das Schicksal von Winterheim, die Überlebenden. Als der Befehl zum Aufbruch kam, versammelten wir uns. Die Hälfte unserer Leute schien zu fehlen und unsere Gedanken waren bei denjenigen, die in Winterheim auf ihr Ende warten mussten. Wir fühlten uns gesegnet und verflucht zugleich. Eigentlich mussten kaum welche warten, die palliativ behandelten waren bloß noch zurück. Schweren Herzens mussten wir uns eingestehen, dass wir auf Kosten so viele andere überlebt hatten. Wir steuerten den Landwirtnot in das weiße Nichts, nahmen mit, was von unserer Gemeinschaft übrig geblieben war und ließen unser Zuhause zurück. Wir blickten nicht zurück. Wir wussten bereits, welches Schicksal Winterheim ereilen würde. Tja, das war der Fall von Winterheim. Aber wir hatten ja Winterheim damals auch gefunden. Und der Generator versagte. Wir mussten fliehen. Mit begrenztem Platz. Wenigstens retteten wir einige Kinder. Eigentlich alle. Was hatten wir sonst tun sollen? Propaganda? Einwohner, die sich gegenseitig töteten? Notfallschichten? Das Chaos hätte uns verschlungen. Aber unsere Hoffnung hielt uns zusammen. Waren wir schlecht vorbereitet auf? Mit zu wenigen Unterkünften an Bord? Hunderte erlagen Kälte und Krankheit. Immerhin sind nicht alle gestorben. Hoffentlich begräbt jemand die wenigen, die im Winter zurückgeblieben sind. Der Schnee wird es tun. Landwirtshaus. Wirtshaus. 379 Einwohner. Tja, das war der Fall von Winterheim. Das war jetzt am Ende nochmal richtig übel. Und dann sehen wir uns das nächste Mal zu Let's Play Frostpunk. Macht's gut. Bye, Leute.